Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 mit mir. Ja, warum bin ich jetzt in der Niemandswerft? Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich bin in der Niemandswerft, weil ich jetzt ungefähr weiß, wie es weitergeht. Und ich nicht unbedingt wieder ein neues Gebiet anfangen wollte. Und das dann vielleicht irgendwo wieder nicht beende. Und dann habe ich irgendwie 5 Gebiete, so die ich nicht zu Ende mache. Ach, hier ist jetzt auch der Gegner schon weg. Ja, ich habe mittlerweile auch schon wieder einiges herausgefunden. Unter anderem zum Beispiel, wie ihr hier gesehen habt, oder schon bei anderen Gegnern, dass die Gegner nicht wie bei Dark Souls 1 nachspawnen. Also ihr wisst schon, unendlich nachspawnen, sondern irgendwann ist da auch ein Ende. Also da geht ihnen praktisch die Gegner aus. Ist auch ziemlich komisch. Damit soll wohl das Formen, also das Seelenform ein bisschen, dass man irgendwie... lol. Damit soll das Seelenform wenig verhindert werden. Und... nope. Und bam. Ja, wir machen eigentlich mittlerweile gut Damage mit unserem Blitzschwert. Ja, ich wollte ja noch was gucken. Ja, hier war das, Verstärkungsteil. Ah, oh, what the fuck? Ich stelle mich jetzt hier hin. Trink einen Stein. Er ist ein Stein. Oder was auch immer man mit Steinen macht hier. Und mache dann. Was sollte ich jetzt schauen? Ach ja. Weil das ist. What the fuck? Ihr Scheißviecher, lasst mich doch mal in Ruhe. Bam, bam. Und der andere kommt ja auch noch. Ich hoffe doch nicht. Das Schwert ist nur zum. Okay. Sonst habe ich auch kein besseres. Ja, na. Sonst habe ich kein besseres. Okay. Gut. Ja, wir begeben uns jetzt auf die Seite da. Da muss ich da oben irgendwas machen. Ja, ich habe. Da muss man nämlich einen Hebel betätigen. Deaktiviert eine Glocke und mit dieser Glocke kann man das Schiff rufen. Das ich halt vorher nicht wusste. Jetzt weiß ich es halt. Habe ich halt ein bisschen schlau gemacht. Weil sonst hängst du hier ewig rum und das ist. Fick dich. Geht's hier runter? Jetzt hängt man hier wieder ewig rum. Und dann ist das auch nicht so toll. Und wie ich ja schon gesagt habe, 5 Gebiete anfangen und kein Pferd machen, das ist auch scheiße. Dann dachte ich mir einfach, ich mache die verlorene Festung. Ich weiß jetzt, wie es da auch weitergeht. Weil ich nicht den Weg übersehen. Oder das. Ja, aber dann ist mir auch für ja, da sind wir schon weiter. Weiter. Lol. Deswegen machen wir das. Ach, hier können wir. Hier können wir wieder sie beschwören. Gut. Hier ist irgendwo in der Nähe ein Schalter. Lol. Und den muss man betätigen, aber ich muss oben weiter. Genau, ich bin doch ein wenig falsch gegangen. Und jetzt gehen wir außen um wegen dem NPC. Dass der nicht gleich wieder stirbt. Oder etwas, was ich geht. Also, sonst wäre ich rübergesprungen und der, was weiß ich, der wäre dann sonst irgendwo hingerannt. Oh Gott, das sind ja Helden. Ach, so eine KI finde ich dann doch wieder ein bisschen toll. Auch wenn die vielleicht ins Wasser rennen und dann stirbt. Das ist nicht ganz so schön. Aber naja. Ah ja, und die Server, die wir sitzen, sind auch wieder verfügbar. Keine Ahnung, was da letztes Mal war. Habe ich nach der Aufnahme auch nochmal versucht, aber irgendwie. Finde die Geister voll geil. Ich kümmere mich um den. Und. Bam, bam, bam. So. Mittlerweile kommen wir gut. Das Schwert hält vielleicht nicht ganz so viel aus, aber ist ja auch egal. Ist genügt. Wir müssen nämlich zu dem Typen, zum Zwerg, oder wo der Zwerg halt war. Hahaha, wie die Angst haben. Und zwar müssen wir hier irgendwo hin. Wow, wow. Es ist schön, dass ihr. Bam, 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 bam. Und
Jetzt macht der Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen macht jetzt irgendwie viel mehr Damage. Oh gut, es gibt kein Friendly Fire. Oh Gott, warte. Nein! Nein! Ja, ich bin bei den Gegner gestorben. What the fuck, einfach nur. Ah, das ist immer, wenn man so gierig ist. Dann passiert halt das. Das sollte man eigentlich nicht. Okay. Holzbolzen. Billig Holzbolzen. Ja. Ja, sehr viel den ganzen Weg nochmal rein. Ja. Aber diesmal laufe ich nicht falsch. Gut, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja gut, den Psy kann ich dann auch noch holen. Wenn ich die Glocke betätigt habe, wenn ich sie finde. Weiß ich natürlich nicht. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. So, es geht eigentlich jetzt fix. Jetzt kommt ja der andere nicht mehr, das heißt. Der kommt auch nicht mehr. Okay. Alles klar. Lol. Wo willst du hin? Okay, da muss ich nicht mehr hin. Lol. Zack. 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 Lol. Geh halt weg da, du. So. Ich bin. Ach lol, lol, die ist immer noch hier. Hinten und dann springen. Ach keine Ahnung. Was ich da geschrieben habe. Jetzt haben wir jetzt 4 Ringe noch drin. Angriffsgeschwindigkeit, mehr Seelen, mehr Lebensregeneration und mehr Ausdauerregeneration. Also schnellere. Die könnte ich eigentlich noch mitnehmen. Lol. So ein Wichser. Oh, 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 mein Leben wird knapp. Nicht die Peitsche. Ah ja, die haben wir auch gefunden. Ne, die haben wir bekommen von. Von den Vogel, bei dem man seitige Sachen tauschen kann. Lol. Die Peitsche ist ein Scheiß. Wie kommen die überhaupt auf sowas? Okay. Du bist es wohl auf die harte Tour. Ja, wenn einer drin ist, ist es nicht so schwer. Problem ist einfach gegen 3, das ist es. Komm schon. Also die Frage, wieso haben wir kaum Leben verloren? Ich habe ja den Ring gar nicht drin. Nee. Ich habe geprüft. Also, wenn man als Hülle stirbt, also als Mensch stirbt, ich habe zumindest gestorben, ich weiß nicht. Verringert sich halt das Leben oben links. Also die maximale Anzahl an Trefferpunkten. Okay, das machen wir jetzt eigentlich mit. Blutung. Warum bin ich jetzt so langsam? Haha, da traut er sich nicht. Was machst du da? Das ist so frech von diesem Gegner. Oh, haben wir mal 7610. Das ist ja witzig, wie das durch das Schild durchgeht. Ah, muss ich wieder einen killen mit Fernbogen. Aber diese Gegend, die habe ich überhaupt nicht vermisst. Vor allem, warum kill ich sie eigentlich? Fällt sie mir jetzt gerade so auf, ich muss die gar nicht killen. Zack, zack. Ne, die muss ich eigentlich nicht spielen, aber das liegt noch ein Eisen. Hurra. Warum lassen die den Stoffgewand droppen? Sollen die Überlebensstein droppen? Hier irgendwo, also nicht hier, aber irgendwo ob das erste Holzhaus. Irgendwo ist ein Schalter. Es sollte ein Schalter sein. Oben vielleicht?
ich den eiskalt übersehen? Oder what? Oder ging es unten noch irgendwo weiter? Irgendwo sollen irgendwo hier sollte ein Schalter sein, aber ich weiß halt nicht wo. Na, vielleicht noch weiter. Wenn nicht, muss ich mir das halt nochmal angucken. Wo? Ach lol. Den habe ich übersehen. Okay. Jetzt kommt das Schiff, oder? Kommt es in der Zwischensequenz? Okay, das kommt so. Alles klar. Unten wird benötigt. Unten wird benötigt, Junge. Ach, was ist dieses scheiß Viecher? Ich hasse die. Umdrehen. Ich will nicht, dass mir die andere in den Rücken fällt. Ja, sie waren easy. Na gut, weil der eine so dumm ist und wie auch immer überall hinlaufen müssen. Wenn die ersticken bleibt, dort, das ist auch nicht mein Problem. Nachricht lesen. Unten wird benötigt. Ja, hier unten. Da hinten ist der NPC. Da sind Feinde. Nee, ich guck mal, ob ich den NPC holen kann. NPC. Reicht der überhaupt hoch? Versuchskontrolle. Ach ja. Das ist auch so. Man muss die. Es gibt Wände, die kann man nur noch mit A öffnen. Also halt mit Bestätigungstaste. Okay, Illusion. Ist das ein. Ist das eine Falle? Feuerbomben. Keine. Das ist auch welche. Yeah, große Titanitscherbe. Okay, das sind keine. Alles klar, hier ist ein Bullshit drin. Ach ja. Bewerten. Der freut sich auch. Und zwar. So, oben nochmal. Ach Leute, der ist jetzt nicht mehr hier. Dann halt nicht mehr. Oh. Das war jetzt auch super. Okay. Ich habe halt Angst, dass die mal irgendwie nicht mehr betroffen sind von dem Schild. Von dem Schild, von dem Licht irgendwie. Keine Ahnung. Deswegen bin ich da immer auf Abstand. Oh, was haben wir hier? Sucht Einzelkampf. Nee, ich will nicht den, ich will die hier, mein Freund. Kann ich die jetzt nicht treffen? Hallo? So. So, das war's dann. Hier kann ich auch noch. Sonst noch einer hier? Ja, es ist hier. Da ist der Magier, der nichts wissen will von uns, weil wir keine Magie können. Oder Magier, der will halt nichts von uns wissen, weil wir keine Magie haben. Also keine Magie benutzen können. So ein Arschloch. Yeah! Okay. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein Boss irgendwo drauf ist, weil wir haben noch keinen Boss gehabt. Da unten zum Beispiel. Oh, wow, wow. Ich weiß nicht, wer bin ich noch von dem Öl betroffen? Oder kann ich mit dem Schiff irgendwo hinfahren? Aber ich hatte den Ding in dem Gebiet noch keinen Boss, deswegen. Und das ist jetzt der einzige Anhaltspunkt, wie es weitergeht. Lol.
Ja, da musst du noch ein bisschen ziehen lernen, wenn du treffen willst. Zack, zack, zack. Zwei Schläge. Können uns das hier nicht. Okay, ist nichts, da kann ich jetzt irgendwo hin. Nee, ich muss unter Deck. Alles klar. Dann mal gucken, wie es weitergeht. Okay, hier leuchtet ziemlich verdächtig. Das ist eine Fackel. Oh, ich wusste, es kommt wahrscheinlich ein Boss. Warte mal. Ich weiß, jetzt muss ich wieder rauf. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Bosskampf da unten stattfindet. Oder? Ah, ich sehe jetzt nicht hin. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal dann unten weiter. Sonst ist hier aber auch nichts. Leben haben wir voll. Die Knochen. Die Knochen. Die Estus-Flakons sind hier. Und ansonsten haben wir auch sonst nichts mehr. Na gut, aus der Regeneration. Lol. Nee, das will ich nicht. Man könnte. Ach nee, wir haben ja schon eine Verzauberung, genau. Könnte ich mit diesen Dingern hier. Ach lol, wir haben auch noch lauter Seelen. Okay. Man könnte mit diesem Ding hier den Wach verzaubern. Das ist hier Magie und hier Blitz. Aber Blitz haben wir ja schon. Aber na gut. Ja, dann begeben wir uns zum Boss. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Boss ist.